Halbfinale. Es geht um den Einzug ins DFB-Pokal-Endspiel. Es geht um alles oder nichts. Freuen Sie sich auf Borussia Mönchengladbach gegen Borussia Dortmund. Ja, und damit auch herzlich willkommen von meiner Seite. Hallo aus dem Borussia Park hier in Mönchengladbach, eine tolle Kulisse. Borussia Park. Nix da. BVB Park ab jetzt. Begleiten. Und wir zeigen Ihnen heute das Halbfinale hier im DFB-Pokal. Ja, wir haben das letzte Mal 7-1 gewonnen oder 8-1. Die sauren Zungen sind natürlich auch wieder da. Am Endspiel riechen. Und ich glaube, genau das ist die große Gefahr. Du musst einen Schritt nach dem anderen gehen. Von Spiel zu Spiel denken. Sonst kommt ganz die Chance zur Führung. Ja, gleich mal dominieren hier. Müssen ja auch mal zeigen, was das der BVB kann. Wichtig für Dortmund, damit führen sie jetzt. Ja, ohne große Mühe den Ball abgefangen. So, was machen sie draus? Jadon Sancho! Das wäre aber auch Penalty gewesen. Langsam entwickelt sich ein Duell zwischen dem Spieler und dem Torwart. Letzterer diesmal mit dem besseren Ende. Fängt diesen Ball ab. Alassane Clair. Die Gladbach wieder am Ball. Mein Ziel ist natürlich, dass wir wieder in das Finale kommen und wieder gewinnen. Das könnte vielleicht was werden. Flanke jetzt. Nein, aber nicht so, Jungs. Wenn sie so zumacht, dann kommt halt nichts bei rum. Ganz klar, das haben sie gut verteidigt, da war kaum mehr rauszuholen. Gleich von Anfang auf an Druck aufbauen, dass sie wissen, die Dortmunder, die sind da. Ballverlust. Gut aufgepasst vom Torwart. Dortmund verliert den Ball. Könnte der auch. Nein, das war eine Zunge! Super Aktion, sie sind wieder drin im Spiel. Schauen wir mal, was noch alles passiert. Ja. Fuck. Dann machst du als Torwart natürlich nichts aus der Entfernung. Nee, das steht kein Vorwurf. Sie haben ja also den Ausgleich geschafft. 1-1. Boah. Dortmund über außen. Super Aktion. Das ist die Balleroberung. Unwiderstehlich. Manuel Akanji. Witzel. Und Reus. Da. Zu Spiel Reus, Gegner ist da. Jonas Hofmann. Ja! Freistoß für Gladbach. Für das Foulspiel sieht er noch keine Karte. Was sagst du? Ich denke, das geht in Ordnung. Wild mit Karten werfen ist ja auch keine Lösung. Der Schiedsrichter setzt hier auf ein offenes Wort. Da springen sie im richtigen Moment. Ball bleibt hängen. Ginter. Jonas Hofmann. Jetzt ist es gefährlich. Kennt ihr das? Die Zungen zu unterst. Die sind am sauersten. Könnte richtig spannend werden heute. Gibt's für dich einen Favoriten? Nicht wirklich, Wolf. Für die Dortmunder muss es darum gehen, hier von Anfang an konzentriert aufzutreten. Da hat er klasse gearbeitet. Ja, Ginter mit dem Befreiungsschlag. Boah. Ashraf Hakimi. Jadon Sancho. Brandt. Dortmund über außen. Flanke soll zu Reus. Gut aufgepasst. So wird das hier nicht gefährlich. Ahnt hier diesen Pass. Weg ist der Ball. Guerrero. Er bringt den Ball jetzt nach vorne. Ja, könnte was werden. Parade Sommer, noch immer gefährlich. Was, der spielt bei München Gladbach?
LOL! Reus. Hummels. Brandt. Gibt's jetzt die Gelegenheit? Jadon Sancho. Da kommt der Schuss. Jungs! Einfacher Ball hier für Jan Sommer. Ich wusste nicht einmal, dass die dort, dass der dort spielt. Hier sind sie alle so ein bisschen nervös. Der eine mehr, der andere weniger. Aber kalt lässt diese Partie niemand. Ja, also. Das geht uns ja auch so, Wolf, hier auf der Kommentatorentribüne. Auch hier wird mitgefiebert. Das ist natürlich schon ein klasse Spiel. Es geht um so viel. Ein Sieg noch, dann bist du im Finale. Da ja, ja, im Finale. Die gestandenen Profis an. Das ist was Besonderes. Aus dem Angriff haben sie nichts gemacht. Einwurf Borussia Mönchengladbach. Hä? Hallo! Der andere hat... Oh. Jonas Hofmann. Christoph. Ah, mit viel Übersicht. Wichtig, dass er da eingreift. Ich hatte die zweite Zunge schon im Mund. Ich dachte schon, nein, bitte nicht. Ganz stark auf der Linie. Den Kopfball hat er. Ballverlust Dortmund. Fuck. Klasse Pass. Nico Elvedi. Birki ohne große Probleme. Ey! Nun Witzel. Klasse, wie er das macht. Holt sich den Ball. In den freien Raum. Mats Hummels macht zu. Jonas Hofmann. Ja, energischer Vorstoß. Birki hält. Ball noch im Spiel. Schön. Sieht nicht ungefährlich aus. Jetzt vielleicht der Konter. Fast das Tor, aber das ist einfach klasse. Wie er den noch hält, wie er das macht, überragend. Jadon Sancho. Nein! Ballverlust. Brandt! Und gar kein für Jan Sommer. Da haben wir den Ballbesitz, alles sehr ausgeglichen und das spiegelt sich natürlich auch. Problem ist, es ist ja noch nicht mal so, dass der Torwart schlecht ist. Jonas Hofmann. Da kommt die Tafel, 2 Minuten Nachschlag. Jadon Sancho. Da wäre Platz für den Konter. Reus. Gladbach hat den Ball. Nein! Chance zur Führung. Jawohl! 29 Sekunden vor Pause. Noch so ein super Tor gemacht. Ja, ja. Jawohl. So, Pause. Ja, 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 ja. So, nice. So. Gleich weiter hier. Los. Jetzt geht's hier weiter. Ja, welche Borussia jetzt? Borussia München, Gladbach oder Borussia Dortmund? Das auch. LOL! Ashraf Hakimi. Ashraf Hakimi, keine Ahnung wie. Jetzt vielleicht. Er kommt an den Ball per Hechtsprung. Klasse gemacht. Da hat er gar nichts anbrennen lassen. Das macht ihn als Keeper so stark, dass er solche Szenen liest. Auch dieser Ball kommt an, das macht er gut heute. Der Ball wieder bei Dortmund. Gute Aktion. Super. Hey, Foul, Junge. Super Aktion, gut geklärt. Ja! Sorry, wenn es gerade laut wird, aber ja. Aktion vom Schiri. Und auch hier ist er aufmerksam und gewinnt den Zweikampf. Hauptsache Jadon Sancho. Brandt! Voller Einsatz, Schuss geblockt. Bei diesem Eckball wollen sie die Führung weiter. Haaland, sorry, ich muss dich auswechseln. Es kommt ein Auswechseln, sorry. Muss da auch was verändern, denn im Moment liegen sie hinten. Sie können nicht klären, sind weiter im Bedrängnis.
Einfach versuchen. Spielt er den Ball in den Strafraum. Gute Aktion, da ist die Flanke. Gutes Zuspiel, technisch anspruchsvoll gemacht. Reus. Reus, was macht er draus? Da ja, genau. Marco Reus führt aus. Da können Sie klären. Sauber gelöst, er holt sich den Ball. Ja. So, und jetzt sind hier noch 30 Minuten zu absolvieren. Da haben Sie den Ball, gut gemacht. Florian Neuhaus. Guter Vorstoß da jetzt. Jonas Hofmann. Player! Nee, da muss er sich gar nicht groß anstrengen. Da müssen Sie mehr draus machen, keine Frage. Aus der Distanz, das war eine dicke Chance. Ballverlust dort. Fuck! Da kommt der Schuss! Oh! Die Ecke kommt. Patrick Herrmann. Flanke jetzt. Da passt Junge. Er auf und kann klären. Dennis Zakaria. Stefan Leiner. Jonas Hofmann. Player. Jonas Hofmann. Und er pfeift abseits. Schön. Er war gelb vorbelastet und wird jetzt ausgewechselt. Eine sinnvolle Entscheidung, wie ich finde. Ja, auf jeden Fall, Wolf. Er konnte ja gar nicht mehr voll in die Zweikämpfe gehen, ohne die Gelb-Rote zu riskieren. Dortmund verliert den Ball. Und jetzt sind hier noch 20 Minuten zu spielen. Schaffen Sie hier noch den späten Ausgleich? Könnte der Ausgleich sein. Wir können nichts aus der Flanke machen. Ball draußen. Es gibt Einwurf. Manuel Akanji. Emre Can. Ashraf Hakimi. Jadon Sancho. Oh, viel Platz jetzt. Und er trifft. Ja. Der Kerl ist on fire. Das war schon sein drittes Tor im heutigen Spiel. Oha. Was für ein Instinkt und was für eine Quote. Das war sein drittes Tor in diesem Spiel. Jetzt ist mit Borussia Mönchengladbach. Ui, jetzt sind sie sauer. Steht es nun 3-1. Die Gladbacher versuchen es jetzt mit der Brechstange. Hohe, weite Schläge in den Strafraum. So, jetzt werfen sie Dennis Zakaria. Oh. Den Ball abgewehrt und da müssen sie aufpassen. Das war alles andere als ein guter Abschlag. Florian Neuhaus. Player! Hazard. Auch das war wieder ein exzellentes Zuspiel. Dennis ja, jetzt werden die BVB-Ränge lauter. Geht vielleicht was für Gladbach. So, klasse Pass. Ja, ganz sicher. Ball ist raus. Ja. Spielerwechsel jetzt also bei Borussia Mönchengladbach. Ja, go, go, go. Soll natürlich jetzt hier nochmal neue Ideen bringen. Und jetzt Hummels. Weg ist der Ball. Schönes Zuspiel. Vielleicht der Anschlusstreffer. Super. Nein! Ist da eine Zunge. Ja, das müssen Sie jetzt ausprobieren. Vielleicht gibt es dieses Tor nochmal einen Schub. Fuck it. Das ist natürlich bitter für den Torhüter. Den ersten abgewehrt, aber dann klingelt es trotzdem. Ja, aber Keeper hat nicht gelegen. Seine Abwehrspieler haben ihn einfach im Stich gelassen. 3-2 also. Da ist alles drin. Klasse Pass jetzt. Jadon Sancho. Auch in dieser Szene ist er ganz sicher. Gutes Tackling. Oh. Dennis Zakaria. Strobel. Die Fans feuern ihr Team nochmal an, Buschi. Mal sehen, ob sie das nochmal nach vorne pusht. Ein paar Minuten haben wir noch.
Ist das hier die Entscheidung? Ja! Das war's! Das ist die Entscheidung, völlig klar. Damit ist der Deckel drauf. Neuer Spielstand 4:2. 6 Treffer haben wir bereits gesehen. Geil! Clear. Der BVB jetzt am Ball. Die Nachspielzeit ist eingeblendet. 2 Minuten gibt er den Finale. Oh, Finale. Oh. Ja, Finale. BVB, Borussia Dortmund, Borussia Dortmund, alle. Danke fürs Zusammen. Lass ne, ja, komplett los, Abmoderator. Lass, wie gesagt, so wie immer ein Abo da, aktiviert die Glocke und nicht vergessen den Daumen nach oben. Und damit sage ich, danke fürs Zuschauen.